So, mein Staudamm ist fertig und ich kann wieder Let's Plays machen und ich habe vor allem nicht mehr alles weiß. Ich habe die Fresse voll. Oh, will ich keinen Staudamm mehr machen? Ich will so sehr keinen Staudamm mehr machen und deswegen machen wir jetzt richtige Sachen und los. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu unserer ersten Folge Satisfactory nach dem Staudamm. Ist das nicht irre gut? Und ich habe tatsächlich nebenher tatsächlich noch mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier angefangen, unsere Produktionslinie rüber zu schibbern. Und ich habe hier schon mal alles außenrum freigemacht. Das heißt, wir können hier jetzt gleich anfangen. Oh, das wird aber schwierig. Und hier schön alles rumlegen. Ne, ich würde hier anfangen mit Handy leise machen. Damit fange ich an. Denn da hat er schon wieder irgendwer hier rumgefrägelt. So, jetzt ist Ruhe. Und wir brauchen vor allem erstmal Wände. Relativ easy. Da bauen wir auch schön so zu, damit wir das ähnliche Bauten wieder drüben haben. Wir haben es da zwei. Oh, ich habe tatsächlich keine Eisenplatten mehr. Die sind wahrscheinlich beim Dammbau draufgegangen. Wer hätte das gedacht? So, jetzt haben wir für eine ganze Weile genug. Und jetzt machen wir hier erstmal. Ich glaube, ich mache das zwei tief. Denn wir müssen irgendwie die Bänder hier noch rausführen. Ne, machen wir nicht zwei tief. Im Gegenteil, machen wir nur eins tief. Ja. Ne, aber zwei hoch. So machen wir es. Zack, zack. Und dann gehen wir nämlich hier lang. So, und da werden wir die einfach ankoppeln. Ich muss nochmal gucken, welche geht hier nach unten. Du gehst nach unten. Okay. Dann kommt hier nachher der Ausgang hin. Das machen wir erst. Ne, kommt gar kein Ausgang hin. Da machen wir dicht. Wir führen die einfach hier unten lang. Brrrt, außen rum und dann ist gut. So, das heißt, hier geht's raus. Das heißt, die beiden gehen rein. Ich habe zwei, die reinkommen. Dann kommt hier so einer drauf. Jetzt muss ich die da irgendwie passig hinkriegen. Das wird noch interessant. Ich würde, glaube ich, zuallererst mal anfangen. Nee, ich muss die da irgendwie hinkriegen erstmal. Ich reiße jetzt mal das Ding ab und das Ding ab. Und dann ist der schon wunderbar im Weg. Das ist ja herrlich. Wir können die aber auch hier rüberlegen und dann passt das auch. Wir haben ja ein bisschen Platz. So rum. Nicht genug Freiraum. Das ist ja ultimativ scheiße. Kriegen wir das so hin? Ja. Herrlich. Boah, sogar passgenau. Ich werd verrückt. Einmal so. Und das will ich nicht so. Und einmal. Ach, scheiße. Naja, kann ich immer klappen. So. Ja, wir müssen hier nach hinten, ne? Das ist okay. Und dann geht's darüber. Das kann ja gerne drin so aussehen. Und dann müssen wir hier mit dem Förderkränchen hoch. Wir gehen einfach mal bis da. Und mit dem auch. Und dann wird das mit dem Gucken schon ein ganz klein bisschen schwierig. So. Ein so. Und ein so. Und dann ist das schon mal scheiße. Mist. Wir müssen doch hoch. Hilft also nichts. Oh Gott, oh Gott. Direkt vor die Nase gebaut. Na komm. Was ist hier los? So muss. So, der eine passt, der andere nicht, meine ich. Den nochmal bitte. So. Und dann geht der von hier nach da und der von hier nach nix da.
Wir setzen, flanschen hier erstmal ein Dach drauf. Und dann machen wir das mal ein bisschen präziser. So, und dann müssten wir hier gerade rumgehen können. Ja, ganz sauber. Sehr schön. Und das gleiche machen wir hier nochmal. Und dann gehen wir dahin mit einer sauberen Kurve. Schön. Das löppt. Dann haben wir die quasi nur ein bisschen eingekürzt und dann angeglichen. So. Das können wir so lassen. Zack. Und dann ist das Lägerchen hier auch schon fertig. Das war ja easy. Zack. Dahin. Dann machen wir hier einmal zu. Dann müssen wir das nicht mehr sehen. Und dann können wir hier schon anfangen, unsere Fundamente hinzubatschen. Dafür kommst du mal einmal auf die 8. Das will ich schon mal gar nicht. Ich will das genau so haben. Hier können wir das einmal drehen und hier dann wieder so. Das kommt hin, sehr schön. Die legen wir jetzt hier rein durch. Rabimmel, rabimmel, rabammel. Habe ich alles an? Ja, ich habe alles an. Sehr schön. Meine Fresse. Ist ja ein ganz schönes Ende. Und wenn wir damit fertig sind, dann müsste unser Zentrallager auch schon fertig sein. Hier hinten habe ich übrigens schon ein bisschen aufgeräumt. Zum einen habe ich hier das Band schon mal rangeführt. Und man kann hier oben jetzt vernünftig hochlaufen, ohne dass man diese riesen Fundamente da hat. Und hier passiert eigentlich schon alles. Das ist einmal der Eingang hier. Warum läuft denn das so doof? Das ist ja irre Kacke. Das müssen wir noch anders machen. Das ist das andere Band hier, ne? Ja. Das können wir doch eigentlich auch hier rein verlagern, oder nicht? Oh, hier ist schon ganz schön voll. Oh, hier hängt auch schon alles dran. Das brauchen wir nur noch anklemmen. Da habe ich ja irre mitgedacht. Mann, bin ich klug. Es macht keinen Sinn, dass da ein Splitter dran hängt, aber okay. Gut, also muss es hier rangeführt werden. Das machen wir mal direkt. So. Das war ein zu weit, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich gleich wieder das Inventar voll mit Schmutz. Ist das gerade? Nee. Das ist eine Menge, aber nicht gerade. So geht klar. Und abran da. So, jetzt müsste das hier ranlaufen und dann rödel, dödel, dödel hier hoch. Ja, sehr schön. Ach, dann geht das hier in Schredder. Nee, das ist das, was sowieso schon geschreddert wird. Hier soll ja nicht mehr geschreddert werden. Hat sich ausgeschreddert. Denn. Deswegen ist das. Mitgedacht hat was gebracht. Dann läuft das nämlich hier rüber. Genau. Das ist ein Fusionator. Kommst du nämlich weg. Und du auch noch, und du auch noch. Weil für mich ist hier im Lager erstmal gar kein Platz. Wenn wir mehr brauchen, muss ich tatsächlich ein bisschen umgestalten. Da geht es schon rein. Jetzt muss es von da auch noch. Ach nee, müssen wir erstmal die hier durchziehen. Da fehlen natürlich die intelligenten Splitter. Das ist irre doof. Zack, die sammeln wir nochmal ein. Da haben wir sie. Zack. Ja, also wenn wir noch mehr brauchen als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waren. Dann muss ich einfach auf die andere Seite weiter expandieren. Oder hier nochmal ein bisschen umbauen. Ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht, wie viele genau kommen. So, dahin. 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 Dahin.
und dahin. So. Dann brauchen wir von denen hier noch ein paar. So, jetzt machen wir uns das auch relativ easy gleich. Also erstmal schließen wir hier alles an. Das macht, glaube ich, Sinn. Wie weit sind wir denn schon? Ist doch, der ist doch verrückt, oder was? Das geht ja so nicht. So sitzt's. Und na. Boah, so viele Pfeile, man verliert den Überblick, ne? Der geht dahin und dann müssen wir ab hier verbinden. Und hier war der und da war der, aber wahrscheinlich machen die Splitter noch gar nichts, ne? Hier sind wir zwischen, okay. So. Das sitzt. Gut. Das sitzt erstmal alles. Jetzt müssen wir hier eine kleine Brücke rüber bauen. Das machen wir einfach mit denen hier. Weil man sonst hier nicht mehr vernünftig langkommt. Nanu. Ach, der sitzt aber falsch rum. Nee. Sollte man ein bisschen aufpassen. Fusionator und der gibt nach da raus. Sonst macht das ganze System hier nämlich keinen Sinn. Zack. Einmal so rum. Und was eine Scheiße. Wir drehen das mal nach da. Kann ich mit sowas leben? Ja, ich will ihn eigentlich da dran haben. So, jetzt programmieren wir noch die ganzen Splitter hier. Hier haben wir Motoren. Vierseitige Rahmen. Automatische Kabel. So. Linker Ausgang egal. Mittlerer Ausgang alles Unbestimmte. Rechter Ausgang Überschuss. So, das machen wir jetzt bei allen. Mittlerer Ausgang alles Unbestimmte. Rechter Ausgang Überschuss. Und dann geht das hier schon weg. Mittlerer Ausgang, alles Unbestimmte, rechter Ausgang, Überschuss, läuft dann auch, alles Unbestimmte, rechts raus, den Überschuss. Das wird spätestens bei dem hier kritisch. Und jetzt müsste das hier von der Sache her alles sauber weglaufen. So, jetzt wird es Zeit, dass wir hier möglichst schnell auch, das war interessant, das hier fertig bauen. Ne, wir hatten das hinten anders verlegt. Nämlich so. Dafür reißen wir hier erstmal alles. Oh, das war tiefer als gedacht. Ich muss ja zumindest irgendwie lang rennen. Ne? Komme ich hier irgendwo hoch? Wahrscheinlich nicht. Hinten auf jeden Fall. Haben wir hier noch eine Beere dran? Leider nicht. Hier ist die Halle zu Ende. Von der Sache her, ich kann da noch ein paar Container hinklatschen. Ne? Also ich könnte das Ganze noch hier rüber weiter verlagern. Wäre also auch nicht das Problem. Wir hauen jetzt erstmal fix Fundamente ran, damit ich hier arbeiten kann. Zack, du weg. Und weiter. Jetzt haben wir hier noch einen Haufen da. Alles weg. Nur unsere Arbeitsebene noch da. So. Und haben wir das hier schon rausgezogen? Ne, noch nicht, ne? Das heißt, hier brauchen wir auch noch ein bisschen Platz. Oh, hier geht's aber so. Nanü. Da hinten ist es. Meine Güte, am Arsch der Heide. Ist das mittig? Das ist doch nicht mittig, oder was? Direkt erstmal gleich verkackt. Sehr schön. So.
Dann gehen wir hier rüber. Ich mache das jetzt mal so. Ich glaube, dann sieht die Kurve einfach sauberer aus. Ja. Wesentlich sauberer. So, dann wieder hier rauf. Hier hinten runter. Ich hoffe, ich kann das noch sehen. Ja. Herrlich. So wäre auch eine Idee, ne? Ha. Ich bin manchmal ein Schlaufuchs. Oh, das war ein bisschen geschlittert. Oha, die passen aber, gehen aber echt lang hier. So, dann nochmal ein. Mittig, sehr schön. Na komm. Dann nochmal bis hier. Schlurf. Oh, das passt sauber ran. Wie gut ist das? Und dann ist das aber hässlich. Scheiße. Knietief in Kacke. Das ist ja mal ganz eklig. Wieso ist da jetzt die Dings mit weggegangen? Das ist ja auch doof. Die machen wir erstmal wieder hin. Na komm, die will ich. So, und dann sauber rum. Sehr schön. So, das läuft jetzt soweit erstmal ab. Das heißt, in der Zeit machen wir wie hier einmal wieder... Ne, wir müssen noch Wände ranbauen, wa? Dum, 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 dum. Obwohl, hier unten ist das relativ lax. Wir machen das erstmal mit Fundamenten. Die Feinarbeit können wir später machen, tatsächlich. Denn ich will das Ganze erstmal angeschlossen haben, sonst haben wir nämlich recht bald ein Problem. Weil dann irgendwann die Produktion stillsteht, weil sich das zu sehr aufstaut. Also muss das hurtig ins Lager rein. So. Das steht. Das Band ist relativ lang, aber auch nicht endlos. Geht jetzt hier rüber, geht da rein, läuft dann hoffentlich hier draußen weiter. Sehr schön, das klappt auch. Dann läuft es hier hinten unterirdisch weiter. Ja, das klappt auch. Rödel, rödel, rödel. Ich habe es überholt. Dann läuft es hier durch. Bis nach hier. Und kommt dann hier raus. Perfekt. Und läuft dann hier hinten oben hoch. Hier rein, hier unten drunter. Hier kommt übrigens auch Eisen, dazu kommen wir gleich. So, dann läuft es hier rein in das leere Band. Hm, da läuft auch schon ein bisschen was. Scheiße. Hab ich hier noch? Ja, ich habe ja auch noch so gebaut. Das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Ich habe da vorne schon Schrauben gesehen. Komm, wo waren sie? Da sind sie. Da holen wir die ersten Sachen ein. Gehen hier rum. Man kann, braucht echt nur nach unten gucken. Total gut. So, und dann geht das hier ran. Und theoretisch hier in unser Lager rein. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das genau mache. Ich will hier ja langlaufen können. Also machen wir das schon mal so. Und jetzt gucken wir mal, ob das gerade ist. Ich glaube, gerade kann ich es nicht erwarten. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich es gerade hinkriegen soll. So, und theoretisch sollte jetzt hier drinnen, sollten die ersten Waren ankommen. Ach nee, das meiste davon brauche ich hier gar nicht. Außer dem Beton und das... Ach guck, da sind die ersten. Aha! Hier hinten irgendwo ist Beton. Beton läuft durch. Das ist schlecht. Habe ich hier kein Beton eingelagert? Kabel. Turbodraht. Rotor. Verstärkte Eisenplatten. Stahlbeton. Der müsste hier doch...
Beton sein. Warum kommt hier kein Beton? Ist das nicht... Hängt der... Ach, der hängt der nicht dran? Ja. Da liegt das Problem. Jetzt haben wir hier auch Beton. Achso, das war da oben. Und jetzt sollten wir hier... Kommt Beton? Ja, Beton ist auch da. Sehr schön. Was haben wir hier? Da muss, glaube ich, gerade erst nachproduziert werden. Das sind Eisenstangen, also Eisenstangen noch gar nicht. Aber Eisenplatten, da habe ich ordentlich welche verballert. Die sind wahrscheinlich gerade erst noch in der Nachproduktion. Oder waren noch nicht angeschlossen. Ne, ich sehe hier nämlich noch nichts davon. Müssen wir gleich mal gucken. Schön! Zentrallager am Laufen. Herrlich. Hätte ich das schon zum Staubern gehabt, hätte ich mir immer noch ein paar Sekündchen gespart. Und das läuft jetzt immer fleißig. Brrrt. Gib ihm hart. Sehr schön. So, dann hatten wir schon das Problem der Eisenplatten. Eisenstangen. Dass wir davon viel zu wenig produzieren. Und sich entsprechend unser Lager auch nicht füllt. Und meine Idee war jetzt, dass wir das hier drunter bauen. Ich habe natürlich mal wieder beschissen wenig Licht. Und deswegen hatte ich hier auch schon angefangen. Also erstmal mache ich hier, glaube ich, die Wand dicht. 1, 2, 3. Und 4 und 5 und 6. So, hier kommt Eisen an. Was ja erstmal total Knorke ist. Jetzt ist die Frage, lasse ich hier auch gleich Eisenstangen abliefern? Also ins Zentrallager. Damit ich da auch... Was ist das denn hier? Was ist denn hier passiert? Weg. Noch mehr. Weg. Kusch, kusch. So. Jetzt passt's. Nee, immer noch nicht. Was stehst du denn hier so dämlich rum? Das ist ja affig. Oder schicke ich die hier direkt aufs Band mit drauf? Also in jedem Fall müssen sie hier auch wieder weg. Ah, das kann ich hier hinten machen, genau. Ich hatte mir schon was gedacht, ist ja herrlich. Aber hier komme ich gar nicht mehr ran. Moment, das machen wir anders. Wir machen mal hier erstmal nochmal 11. Und dann machen wir hier so eine Doppelwand hin. Zack, und dann machen wir hier nochmal auf. Damit wir hier an die Beender rankommen. Und natürlich passt das nicht. Herrlich. Gleich stehen hier wieder Kisten rum. Ich sehe schon kommen. Na, komme ich da hinten ran? Ja! Irgendwie zumindest. Ach, wisst ihr was? Soll der Scheiß. Man kann auch hier vernünftig arbeiten. So, den habe ich ja ein bisschen höher angelegt. So, dann gehst du daran. Und hier kommt nämlich ein Splitter hinter. Wie mache ich denn das? Ich mache das erstmal weg. Dann mache ich das auch weg und das auch. Und Fusionator. Das müsste dann ja... Oh, jetzt muss die Höhe noch passen. So. Das sieht schon mal gut aus. Das kommt weg. Wieder ein Haufen Scheiße in meinem Inventar. So. Was ein Scheiß. Das war ja mal nix, ne? Mal sehen, ob das passt. Das passt nicht. Ist natürlich genau hier an der Kante, ey. So. Das passt. So, dann kann das hier nämlich einfach weiter fusionieren. Was ist hier mit dem Event los? Ist ja unerträglich. So sieht besser aus, ne? So. Jetzt brauchen wir hier... Jetzt ist es da dran. Das ist ja irgendwie auch kacke. Das ist alles irgendwie kacke. Aber okay. Gut, hier brauchen wir auf jeden Fall keine Glasfundamente mehr. Das heißt, wir können die hier wieder auf die 8 legen.
Und dann fangen wir da erstmal so an. Die Wand darf wieder zu. Ich habe übrigens die mittlere Maustaste mittlerweile angewöhnt. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. So, und was ich hier leider habe, ist ein bisschen Sorge wegen der Höhe. Ob ich hier alles reingebaut kriege. Die lassen wir da stehen, einfach weil es schön ist. Da mal nach ein Fenster ran. So. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier einen Schmelzofen überhaupt hinkriegen. Hier, ist ja super geil. Das ist ja die Wucht in Tüten. So, den brauche ich. Von da kommt das Eisen. So viel Platz habe ich hier ja gar nicht. Ja. Ein Hin- und Hergewurschtel. Wir machen es so. Und so. Dann haben wir da zwei Splitter hinter. Kommen wir da gerade von weg? Ja, ne? Müsste passen. Ja, das passt. Sehr schön. Ein nach da. Und ein nach da. So. Wer neu eingeschaltet hat und fragt, warum baut er da jetzt einen zweiten Splitter? Das ist total Blödsinn. Das mache ich einfach nur wegen der Optik. Eigentlich kann das so durchlaufen. Das ist total lax. Dann führe ich nämlich das hier nachher einfach rüber. Zack. Und dann geht das schon. So. Jetzt kommen wir schon zum ersten Problem. Jetzt kommt, scheint hier nämlich schon so ein bisschen das Gras durch. Das gefällt mir ja gar nicht, ne? Das ist ja irre hässlich. Was brauchen wir denn dafür Fundamente? Reichen die? Ja, aber wahrscheinlich nicht lange. Wir gucken mal. Muss eigentlich nur zwei Reihen weiterreichen. Den kriege ich dann nämlich. Ja, scheiße. Da wird es schon eng. Okay, die können wir nicht nehmen. Bis hier. Und dann müssen wir die einen höheren nehmen. Das wären dann die hier. Ich hoffe, das passt noch. Zack, zack, zack. Dann die dahinter. Ich höre Daniel schon wieder meckeln. Uah, der baut so eng. Ja, ich baue so eng. Ich will das hier unten drunter haben. Ich will den Platz nicht verschwenden. So, jetzt gucken wir mal. Produktion. Konstruktoren. Nein, sie passen nach oben hin nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wird zu einem Problem. So, wie lösen wir das? Das heißt, ich muss die hier nehmen. Was ist das denn? So. 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 Und so. Und dann so, so, so und so. Und hoffe, dass das jetzt passt. Das passt. Sehr schön. Ein bisschen zu weit rüber gebaut, wa? Könnte ein, weil er. Wohl, nee. Ah, nee, ja, nee, ja, nee, ich mag Kekse. Ist alles so Kotzgrenze. Ich meine, ich kann davon jetzt vier Stück hier nämlich bauen. So, du machst Eisenbahn. Du machst auch Eisenbahn. Und dann müssen wir hier irgendwie Konstruktoren hinklatschen. Eins. 2, 3 und geht nicht. Schiede. Wieder weg. Wir müssen weiter nach da. Denn ich brauche letztendlich. Ob ich da überhaupt noch Luft? Aber gerade so. Meine Fresse. Denn hier muss ich den Scheiß auch mal wieder zurückführen. Da das hier ja irgendwie nicht funktioniert. Was
knallt denn hier so? Das ist doch scheiße. Ich habe Zweifel. Ich habe derbe Zweifel. So. Nee, das passt schon nicht. Scheiß noch eins. Fick die Henne, ey. Das ist auch die Mindesthöhe, die wir hier haben. Na, also noch höher kann ich auf keinen Fall. Was ich aber machen könnte. Die weg und die kann, glaube ich, auch nicht. Nee, da ist auch nicht mehr drin. Ich könnte so machen. Müssen wir nur gucken, ob wir da gleich hochkommen. Konstruktor. Moment. Erstmal brauchen wir denn hier hinter die Splitter. Fördermann Splitter. Boah, das ist alles mit der heißen Nadel gestrickt hier. So. Ja, das passt. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So weit, so fein. Dann hauen wir da hinten schon mal Fundamente hoch. Ich hoffe, das reicht so. Nee. Das ist schon mal Mist. So, und bis fertig. Das wäre total irre. Oh, das waren die zu großen. Die. So. Und dann hier so rüber. Damit das einheitlich ist. Und dann gucken, dass wir da die Konstruktoren hingeballert kriegen. Aber das sollte gehen. Das sieht aus, als wäre das, wird da ein Schuh draus. Und ob das auch mit Vieren geht, ist die Frage. Ich müsste die Platte auslassen. Das wäre dann 1, 2, wären es nur 3. Das will ich so eigentlich nicht. Ich kann es nicht in die Richtung verlängern. Ich muss die alle hier längs bauen. Geht nicht anders. Zack, zack. 1, 2, 3, 4. Und dann geht einer nach da. Einer nach da. Einer nach da. Und einer nach da. Wie in, hat einer einen Knick und der andere nicht? Ne, das ist ja scheiße. Ne, das Spiel spiele ich nie mit. Moment. Dann muss der ein weiter rüber. Mach mal weg. So. Und so. Du nach da und du nach da. Du wieder hier hin und dann sollte das passen. Und du musst dann auch noch versetzt werden. Kriegst von da und gibst nach da. Dann kriegst du noch gesagt, dass du Eisenbahn machst. Ihr macht alle Eisenstangen. So und so und so. Und dann brauchen wir hier hinten noch ein paar Fusionatoren, die das Ganze wieder zusammenbringen. PS, es ist pissewarm, Leute. Ich gehe echt kaputt. Das müsste mittig sein. So. 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 Und hier passt optisch einfach kein Fusionator hin. Und
das passt zu dieser Schräge? Fragezeichen? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Wie ist denn das, wenn ich das so mache? Dann kann ich damit leben. So. Die laufen alle zusammen. Dann kommt hier auch einmal ein Lift hin. Obwohl, das wird interessant jetzt. Ob das... Na komm. Eine Höhe. Das soll ja auf der Höhe dann laufen. Und das passt ja wahrscheinlich mit dem Fließband da so gar nicht. Oh, ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Nee. Das ist ja ganz bescheiden. Wie sieht das denn aus? Himmel, Herrgott. Ja. Bin ich damit? Kann ich damit? Will ich damit? Nee, will ich nicht. Obwohl, das ist gerade, oder? Das geht tatsächlich gerade rüber. Ja, fick die Henne. Ist ja unglaublich. So, hier alle zwei. Hier nochmal ein. Und dann ab auf den Fusionator. Habe ich den angeschlossen? Den habe ich angeschlossen. Sehr schön. Ne, mach mal hier drunter, genau. Den brauchen wir unten nur noch. Strömung. Die können wir uns aus unserem schönen Häuschen hier oben holen. Rödel, rödel, rödel. Den hier hatte ich. Dachte ich zumindest. Hätte ich. Habe ich nicht. Okay. Diese doppelseitigen Stromdinger wollte ich eigentlich hier dran haben. Und dann kann nämlich von hier nach da. Und von hier nach da. Und dann noch von hier nach da. Dann kann dieses hässliche Kabel weg. Hier kann noch nicht wieder zu, denn hier unten müssen wir auch noch irgendwie Strom hinkriegen. Zack. So viel verstecken wie möglich, ne? So, so. Nanu, wer kommt denn da? Hallo? Das ist nicht schön. Was ist nicht schön? Da ist so eine Hitze, aber ich glaube, hier unten ist auch so eine Hitze. Ja, wir haben eine Klimaanlage. Ja, stimmt, wir haben eine Klimaanlage hier. Ja, da ist das Kindchen da. Ist ja auch schön. Hat keiner mit gerechnet, ist jetzt aber so. Wir haben eh nur noch 20 Minuten. Mal schauen, ob das was wird. So, jetzt holen wir erstmal von hier hinten Strom. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Wir führen das da unten lang. Ne? Habe ich das überhaupt da noch? Ja, habe ich. Na komm. Dahin. Und dahin. Und dann hier doppelseitig. Zack. Ran an die Hütte. Und dann haben wir Strom dran. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das Ding kann eigentlich auch weg, denn da geht nichts mehr rein. So, dann legen wir das hier nach ganz oben rüber. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das sollte so reichen. Ich komme. Ich bin ja schon da. Ja. Was? Deine Mumu? Was ist damit? Moment. Das ist hier plötzlich nicht mehr jugendfrei. Ich werde demonetarisiert. Eins, zwei, drei und
der letzte. 4, sehr schön. Haben wir hier alle dran. Dann kommen die beiden noch. Ich glaube, ich setze hier mal einmal Wände rüber. Ich will doch auch Feierabend haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich dachte auch, das wäre schon. Nein. So, so, so und so. Kabel verteilen. Und dann können wir auch sauber die Schmelzen anschließen. Von hier nach da. Und los geht's. Und von hier nach da. So, wie viele Eisenbahnen habe ich im Inventar? Wahrscheinlich gar keine. Ja, ziemlich genau gar keine. Aber gut, die legen jetzt los und produzieren hier fleißig. Überfluss drauf geschissen. Ne? So unglaublich viele brauchen wir davon nicht, aber die müssten auf 100% durchlaufen. Schön! Hätten wir das auch erledigt. Gucken, ob hier alles klappt. Da laufen die ersten Rohre. Und die sollten hier auch sauber aufs Band gehen. Oh. Das hätten wir vielleicht anschließen sollen, ne? Das wäre total gut gewesen. Oh, 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 oh. Ach, scheiße, ey. Hier siehst du ja wieder nix. Wo kommen wir denn hier ein bisschen höher? Hier kommen wir ein bisschen höher. So, wo müssen wir da ran? Da müssen wir ran. Und dann bitte... Ach komm, das hält sich dann ernst oder was? Ja, piep, 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 piep. Oh, sitzt der auch noch falsch. Oh, ich fasse es nicht. Ich glaube, der ist falsch rum. Wieder alles aufreißen. Ja. Ich habe den falsch rum gesetzt. Verdammte Axt. Dann muss der nochmal weg. Und der nochmal weg. Und der nochmal weg. Und der Fusionator nochmal hin. So. Ich hoffe so. Dann könnt ihr ran und du wieder ran. Gucken, ob das läuft. Das läuft. Sehr schön. Dann von hier nach hier hinten. Na, wo ist er? Da ist er. Und dann die Wände wieder vor. Und dann ist es doch tatsächlich wirklich fertig. Wer hätte das erwartet? Und es läuft wieder alles. Und es läuft vor allem alles ins Lager. Hier machen wir noch fix einmal Fundamente vor. Und dann könnte ich hier theoretisch auch eine Wand dran. Könnten wir komplett abdichten, das Teil, ne? Aber irgendwie ein Weg darunter wäre noch ganz cool. Oh, hier, das werde ich mir einmal gönnen. Ich habe beim Dammbau leider ein paar Mal das Zeitliche gesegnet. So, gehen wir uns auch alle. Schön übersättigt. Und naja, es war nicht so gut, sag ich mal. Ne? Gut, dann ist unser Hauptlager, unser Nebenlager angeschlossen. Wie geil ist das denn? Wir haben wieder einmal mehr Eisen abgenommen. Hier läuft alles. Und dann werden wir jetzt gleich einmal Zauber machen. Dann gucken wir uns mal den... mach das mal wieder dicht hier. Das kann wohl nicht sein. Zack. So, alles schön abgeschlossen. Hier oben ist ein bisschen mehr Ordnung, bis auf dieses Kuddelmuddel hier. Damit kann ich nun mittlerweile aber relativ gut leben. Und hier unten sollte ein Haufen Schniggischnaggi laufen. Jo, wie blöde. Eisen, Stahl, Schrauben. Meine Fresse. Das war eine Menge Kuddelmuddel. Krass, was hier alles weggeschreddert werden würde. Aber gut, die Schrauben werden trotzdem weggeschreddert. Davon habe ich so viele. So, dann machen wir jetzt einmal Farbzauberei. Wir schnappen uns einmal die Pistole. Zack. Merken uns 0,93. Zip. Voreinstellung aktualisieren. Dann wird hier alles richtig schön hässlich weiß. Aber, wenn wir uns den Damm angucken gehen,
dann sollte der auch weiß sein. Und ich hatte einfach nicht die Ehrlich? Na gut. Machen wir nochmal Beton. Ich hatte noch nicht die Muße, den komplett weiß anzustreichen. Und habe das erstmal mit diesem Voreinstellungsdings gemacht. Weil das einfach bei Weitem schneller geht und die Dinger dann auch gleich weiß sind. Und ich wahrscheinlich auch gar nicht genug Farbe gehabt hätte. Aber da hier jetzt schon alles läuft. Theoretisch, ach ja. Liefer die ganze Zeit nicht. Scheiße. Ist hier entsprechend kein Beton. Es geht auch erstmal in den oben. Finde ich total schön. Aber hier, warum kommt denn hier jetzt langsam so wenig an? Na egal. Wir wollen ja eh nur gucken. Wir wollen ja nicht mehr bauen. Also ich will nicht mehr bauen. Ich habe die Schnauze voll von diesem Damm. Nee, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob mein letzter Schritt da noch das Fixit-Logo reinzumachen der richtige war. Aber ich habe das im Discord zur Wahl gestellt und gewählt wurde mit Logo. Und ja, der ist es jetzt geworden. Ich bin mir da immer noch ein bisschen uneinig, was ich jetzt geiler fände. Ne, einen komplett weißen Damm oder einen mit dem Logo drin. Aber naja. Nun ist es der geworden. Und es sind ein paar echt geile Dämme da zur Abstimmung gestanden nachher. Und ja, war einfach... Ich weiß nicht, wie meine Chancen sind. Ich bin gespannt. So, ich habe hier die Infrastruktur ein bisschen verbessert, weil ich hier viel hin und her rennen musste. Laufe ich richtig? Ja. Ne, so dass ich hier ein bisschen hin und her laufen kann. Dann geht es hier lang und dann komme ich hier rüber. Und dann fängt hier tatsächlich schon der Staudamm an. Man sieht ihn bis nach da hinten. Ich habe eine Brücke gebaut für unser Beton hole ich von da hinten. Weil ich so irre viel Beton natürlich brauchte. Habe ich mir fix mal eine Betonlane hingebaut. Wir gucken uns das mal einmal von oben an. Ne, einmal einen Weg rüber, um da zu Fuß hinzukommen, dass man nicht jedes Mal nach ganz oben rennen muss. Und dann kommt hier oben der Kalkstein. Ist nur eine Lane, ist dafür ein bisschen überdimensioniert, die Brücke. Aber erstmal haben, ne? Und dann kann man das Ganze schon ein bisschen von hier sehen. Da hinten habe ich ein paar Wasserpumpen, die tatsächlich nicht alle angeschlossen sind. Das habe ich zeitlich nicht mehr komplett geschafft. Da läuft Wasser durch. Schon das erste. Nee, wie funktioniert ein Staudamm? Wie macht das Ding Energie? Klar, Wasser läuft durch Turbinen. Turbinen werden angedreht. Dadurch entsteht Strom, Reibung und so. Und ja. Hier stauen wir eine ganze Menge Wasser. Hier ist ein Ausgang. Ich habe mir diesen netten kleinen Wasserfall hier ausgesucht. Ne? Ich habe versucht, das alles so weit ins Gelände rein zu hämmern, wie es irgendwie geht. Ne? Das passte hier mit der Treppe so außenrum einfach viel besser. Ich hatte erst ein Gerüst hier vorne runter. Das hat mir aber nicht gefallen. Und dann haben wir hier jetzt im Bewegtbild dieses Riesenteil. Hier eigentlich so ein Überlaufschutz, ne, dass das die ganze Zeit so ein bisschen abläuft. Also zumindest in der Fantasie. Und hier nochmal der große Ablauf. Die Frau ist schon ganz frustriert, weil das Kind immer noch nicht schläft. Das ist ein bisschen doof. Ich habe hier, was ist da denn passiert? Na, hubala. Gut, dass man das auf dem Bild nicht gesehen hat. Kamo Yang, zwei Platten zu viel. Dann haben wir hier einmal schick das Fixit-Logo mit dem S, das ich da noch irgendwie hinten hinter dem Wasserfall gefrickelt habe. Da wollte ich nochmal ausprobieren, ob das in Schwarz nicht besser aussehen würde. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Und ja, hier oben halt so Türme, hat so ein bisschen was von Hooverdamm. Und das Ding ist halt einfach, vor allem ist es groß. Ne? Vor allem ist es groß. Hier habe ich nochmal die Betonproduktion aufgeflanscht. Ich habe die auch stehen lassen. So als Deko-Gebäude fand ich das ganz cool. Hier hinten wurde Farbe, glaube ich, produziert. Ja, Farbkartuschen. Die ich natürlich auch trotzdem noch ordentlich brauchte. Also sei es wegen irgendwelchen Geländern oder Rohren oder weiß der Geier was. Da fliegt mal wieder eine Kiste. Du wirst auch frustriert sein. Wie bitte? Der Kater hat durch Chili aufgefressen.
Der Kater hat Chili aufgefressen. Sackgesicht, ey. Gut, dass ich mir vorhin einen ordentlichen Schwung mitgenommen habe zur Arbeit. Blöder Penner. Hab ich gerade erwischt dabei. Ja. So, die hier gleich weg. Die gehören hier nicht her. Und dann wollte ich, genau, gucken wegen dem S, das man eventuell anders besser sehen könnte. Das müsste hier genau zwischen den Rohren sein. Nämlich hier. Ja, so in etwa. Naja, ich musste mir halt die ganze Zeit irgendwelche... Ich habe keinen Beton mehr. Ja, gut, dass ich hier welchen habe. Theoretisch könnte ich hier jetzt auch ein paar, wenn ich Kohle finde in der Nähe, ein bisschen Kohlekraft erzeugen. Ich meine, Wasser habe ich schon mal da in rauen Mengen. Ne? Ich meine, das steht sowieso schon. Kann man ja auch nutzen. Warum soll das Ding nicht irgendwie nachhaltig in unsere Produktionslinie eingebunden werden? Wäre ja Blödsinn. So. Jetzt düsen wir aber erstmal hier runter. Habe ich überhaupt noch Farbpatron? Das war dumm. Es ist warm, ich bin unkonzentriert. Das ist ätzend. So, und hier bin ich halt auch ein ums andere Mal... Oh, da muss ich aber ganz schön weit noch weg. Moment, ein ums andere Mal abgeschmiert, denn hier unten ist dummerweise Todeszone. So, das reicht gleich, sehr schön. Ne, es geht hier tatsächlich noch weiter runter. Da habe ich nur keinen Gehsteg oder sowas mehr runtergebaut, weil dahinter halt gleich die feste Wand ist. Und da, ja, kann man sich, keine Ahnung, Pumphäuser, was auch immer da immer unten drin steckt. So, jetzt machen wir mal, Kettensäge geht nicht. Du gehst mit Schwarz. Eins. Ich glaube, das sieht man auf Distanz tatsächlich genauso schlecht. Dann gehen wir einfach nochmal rüber und gucken, wie das in Schwarz ausgesehen hätte. Obwohl, wir können auch einfach so machen. Nee, aber nicht mit denen. Das ist ja dämlich. Das ist nämlich dämlich. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir gleich mal, wie das wirkt. Nee, das sieht man in Schwarz tatsächlich genauso schlecht. Das ist ein bisschen schade. Aber ich wollte es halt auch nicht vor den Wasserfall ziehen, weil es dann einfach nicht gewirkt hätte. Aber naja, das ist halt mein Wasserfällchen. Und da wir jetzt bei 52 Minuten sind und ich hier nicht mehr großartig irgendwas anfangen muss, würde ich sagen, war es das für die Folge. Wir haben das Zentrallager angeschlossen, wir haben unsere Eisenstangen endlich mal aufgefüllt, dass wir da mehr haben. Das heißt, wir können nächste Woche dazu übergehen, endlich mal die neue Produktionsreihe ans Laufen zu kriegen. Wie gut ist das denn? Ne, das heißt, es geht dann los mit Produktion, was haben wir hier? Gießerei, Konstruktor, muss ja wahrscheinlich im Konstruktor gemacht werden. Was haben wir denn da? Noch gar nichts, ich muss erst freischalten, weil der... Auf jeden Fall kommt dann das erste neue irgendwas. Ne, was dann wahrscheinlich auch der erste Fabrikkomplex wird, den ich bauen werde. Ne, weil ich da nicht mehr alles in eine Halle reinkriege, weil das einfach zu komplex wird. Und ja, damit war es das jetzt erstmal von mir. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, drückt einen Daumen runter und lasst auch einen Kommentar da. Das wäre total gut. Und ja, dann hoffe ich, lesen wir uns auf dem Discord oder hören uns auf dem Discord. Da wird es demnächst wieder was live geben, wer Bock drauf hat. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar Bertholdsson. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.